Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Hirtanen, der hat hier Platz, findet Bessoni und der schießt das 1:0. Siebte Spielminute und der HC Amri Piotta braucht nicht einmal 30 Sekunden, die man hatte hier im Powerplay, um dann gleich mit dem ersten Angriff zu reüssieren. Das eingespielte Trio vorne mit Heim, Bürgler und Kneubühler war der Ausgangspunkt dieses Treffers. Dann Hirtanen auf Bestoni und Tobias Stefan ist ein erstes Mal bezwungen. Bestoni, er der im letzten Auswärtsspiel in Freiburg der einzige Torschütze war. Damals gab es von ihm ein Powerplay-Tor und einen Shorthander. Und jetzt Gelegenheit und der Ausgleich. Ken Jäger, 1:1. Bionda steht hier also auf dem Eis. Wenn der Ausgleichstreffer fällt in der 11. Spielminute und es ist der Mann der Stunde auch, oder einer der Männer der Stunde, Ken Jäger. Es ist sein 5. Tor alleine im Monat März. Und natürlich ganz wichtig aus Sicht der Westschweizer, nur etwas mehr als 4 Minuten nach dem Rückstand, dass hier die Antwort kommt. In den Rücken des Gegners der Pass. Das machen können. Wenn man die Nerven nicht behält und McMillan ist es. Der Ambri wieder in Führung schießt. 2:1. Nicht Lausanne, sondern Ambri schießt hier das 2:1. 52. Spielminute. Und Tobias Stefan, der war hier dran. Aber eben nicht 100%. Bestoni, auch er wieder auf dem Eis. Und dann muss Tobias Stefan die Scheibe passieren lassen. Mit Pech. Scheibe prallt da wohl an den eigenen Schlittschuh noch und von dort ins Tor.